Fangen wir vorne an. Zunächst einmal ist es so, dass für viele, viele Christen das ein Zeichen der Endzeit ist, etwas ist, was darauf hinweist, dass irgendwann der Herr wiederkommt und einfach etwas ist, was auf diese dramatische endzeitliche Situation eben eindeutig so hindeutet. Gut, denn Jesus selber sagt in seinen Endzeitreden, dass es Erdbeben geben wird. Die bekannteste Bibelstelle finden wir in Matthäus 24. Und da heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht. Das ist wichtig. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Okay, in dem Markus-Evangelium wird das auch aufgegriffen, da heißt es dann folgendermaßen, Jesus sagt, denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Und in Lukas lesen wir in Kapitel 21, Vers 11, und es werden große Erdbeben sein. Also Lukas ergänzt das um große Erdbeben. Und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. So, und aufgrund von diesen wichtigen, verlässlichen biblischen Aussagen von Jesus selbst, weiß man, okay, wenn irgendwie Gerede ist von Erdbeben, dann ist das etwas, was darauf hinweist, ja, dass wir uns in diesen Wehen befinden. Ja, das ist der Anfang der Wehen, das gehört dazu, dass das, was da zur Geburt kommen soll, eben da in diesen Wehenprozess hineingeht. Und Erdbeben, Erschütterungen kommen eben, sind da eben ein Bestandteil. Und deshalb habe ich tatsächlich gedacht, ich muss mich mit diesem Thema beschäftigen. Wichtig ist, und das möchte ich ganz zu Anfang sagen, nicht erschrecken. Das sagt Jesus. Ja, sehr wichtig. Wir sollen nicht erschrecken. Und weißt du was? Das ist eine Ansage. Das ist ein Befehl. Das ist eine Aufforderung. Das ist nicht etwas so, ja, denk mal drüber nach, ob sie vielleicht nicht so, ne, kannst natürlich erschrecken, brauchst aber nicht und so. Nein, es ist eine klare Anweisung, kein Vorschlag. Seht zu, erschreckt nicht. Ausrufezeichen. Erschreckt nicht. Weißt du, wir überlesen das. So, dann liest man so die Horrorsachen und sowas, das überliest man. Und das ist grob ganz verkehrt. Wir müssen uns bewusst sein, was Jesus sagt. Der sagt, hey, kommt alles. Ihr dürft nicht erschrecken. Ja? Ihr dürft nicht erschrecken. Du musst aufpassen, deine Gedanken unter Kontrolle zu haben. Du musst aufpassen, was du denkst. Du musst aufpassen, in was du dich hineinbewegst. Du musst aufpassen, dass du dich nicht vom Schrecken leiten lässt, sondern vom Geist Gottes. Und gerade dieses sich von irgendwelchem Schrecken leiten lassen, das ist ja das, was wir momentan Land auf Land ab tatsächlich sehen. Ja, wo Leute nicht mehr rational denken, sondern von Angst, von Furcht, von Sorge, von Schrecken irgendwie zu sonderbarem Verhalten gebracht werden. Auch in der Christenheit ist das aktuell etwas, was ich als Problem bezeichnen würde. Ja, dass Geschwister sich eben nicht vom Geist Gottes leiten lassen, sondern von irgendwelchen Informationen der Welt und von irgendwelchem Angst, irgendwelchem Schrecken. Gut, aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Thema Erdbeben an. Erdbeben sind, ganz offiziell, Erschütterungen in den obersten Erdschichten. Okay, das hätten wir auch so gewusst. Die meisten Erdbeben erzeugen so geringe Schwingungen, ganz minimal, dass wir Menschen die gar nicht spüren. Ja, diese Beben können nur mit Seismographen überhaupt registriert werden. Jetzt gibt es verschiedene Sachen, die Erdbeben hervorrufen. Also ich meine, wenn du, manche Leute kennen das, ja, da fährt draußen ein Schlepper vorbei oder
ein LKW und dann bebt es im Keller oder irgendwie scheppern die Gläser oder sowas. Oder ein Hubschrauber fliegt übers Haus und dann klirrt es. Das kennt man ja. Ja, das sind schon solche Erschütterungen, aber das sind natürlich keine Erdbeben. Die meisten Erdbeben kommen tatsächlich, und dazu zählen vor allen Dingen alle großen Erdbeben, von diesen Erdplatten, diesen tektonischen Verschiebungen. Die sind in Bewegung, diese Erdplatten, wir werden das hinterher auch ein bisschen anschauen, und dadurch gibt es dann Spannungen, die sich aufbauen und irgendwann gibt es dann irgendwelche schlagartigen Bewegungen, wo das dann sich entspannt oder irgendwie ausgleicht, und dann gibt es eben diese Erdbeben an der Oberfläche. Und diese Erdbeben, die sind auf ganz verschiedenen Höhen und man geht bis zu 700 Kilometer in die Tiefe und kann da tatsächlich also noch irgendwelche Erdbeben messen. Das ist ganz interessant. So, also die schweren Erdbeben, so das, was man so aus den Nachrichten kennt, ja, diese schweren Erdbeben, das sind alles ausnahmslos Ergebnisse von diesen Plattenverschiebungen, von diesen tektonischen Entwicklungen. Ein sehr viel kleinerer Bereich von Erdbeben ist durch Vulkane, ja, durch Vulkanismus. Also durch das Aufsteigen von der Magma, das braucht Platz, das dehnt sich aus, da gibt es also Gestein, was aufbricht und so weiter, was das Gestein verschiebt. Und das hat eben auch Auswirkungen, die allerdings sehr lokal dann eben Erdbeben tatsächlich hervorbringen. Ne? Es sind aber nur wenige Prozent unter den Erdbeben weltweit, diese sogenannten vulkanischen Beben. Und die sind auch in der Regel wirklich sehr lokal. Also nicht der Vulkanausbruch, sondern durch die Vulkantätigkeit irgendwie ausgelöste Erschütterung. Was anderes, natürlich sehr viel kleiner, ist dann tatsächlich der Rohstoffabbau. Also wenn man irgendwo Erdöl oder Erdgas fördert oder auch Braunkohle, Steinkohle. Im Ruhrgebiet war das ja immer das Problem, dass irgendwelche Schächte eingestürzt sind und dann hat das an der Oberfläche auf einmal irgendwie sind die Häuser abgesackt und sowas. Das sind natürlich Erdbeben, die auf einem anderen Level sind. Ne? Das sind Hohlräume, die dann irgendwie einbrechen oder sowas. Das fühlt sich ein bisschen wie Erdbeben an, ist aber natürlich nicht wirklich Erdbeben wie das, was wir jetzt hier drunter verstehen. Ich habe auch gelesen, dass selbst Frost, also stark einsetzender Frost, schneller Frost tatsächlich Erdbeben auslösen kann, weil da so gewaltige Kräfte entstehen, dass also Gestein wirklich zerrissen wird oder platzt oder sowas, ja, bei extremen Temperaturstürzen beispielsweise. Und das kann tatsächlich regionale Erdbeben auslösen. Gut, aber das, was wir anschauen wollen, sind natürlich die klassischen Erdbeben, die Erdbeben eben vor allen Dingen von diesen Plattentektonik. Das stärkste Erdbeben, was überhaupt jemals gemessen worden ist, hat auf dieser, dürftest du bereits gehört haben, nach oben offenen Richterskala den Wert 9,5. 9,5. Also das ist wirklich ein katastrophales Erdbeben. Und das war im Mai 1960 in Valdivia, das ist eine chilenische Kleinstadt, da war also ein sehr, sehr schweres Beben. Und dieses Erdbeben hat, also war im Wasser, ja, hat einen 25 Meter hohen Tsunami ausgelöst. So, die Zahl der Todesopfer war relativ gering, etwa 1700. Und das war deshalb, weil es Vorbeben gegeben hat und die Leute haben sich in Sicherheit gebracht. Ja, und als dann das eigentliche schwere Hauptbeben kam mit einer katastrophalen Zerstörungswucht, da waren die Leute also schon dann eben in Sicherheit in andere Gebiete geflüchtet. Ja? Auch China hat immer wieder sehr schwere, katastrophale Erdbeben erlebt. Also das ist schon sehr lange her, 1556 gab es ein Erdbeben, was tatsächlich, wie man heute schätzt, über 800.000 Opfer gekostet hat. Also das ist schon dramatisch. Ja. Oder selbst vor knapp 50 Jahren gab es ein Erdbeben in Tangshan, ja, was also offiziell etwa 240.000 Tote gefordert hat. Inoffizielle Quellen sprechen sogar von bis zu 600.000 Toten. Also es gibt diese irrwitzig katastrophalen Erdbeben eben auch jetzt. Gut, und
Dann gibt es ja diese Richterskala und ich möchte dir das mal einblenden hier, ein Bild, was es mit dieser Richterskala überhaupt auf sich hat. Und zwar ist sie benannt nach tatsächlich einem Herrn Richter, das war ein kalifornischer Seismologe, Charles Richter, der hat die in den 1930er Jahren entwickelt. Und diese Zeit, so vor ja, gut 100 Jahren, das war die Zeit, wo überhaupt diese ganze Seismologie wirklich entwickelt worden ist und wo man auch eigentlich erst diese seismologischen Geräte entwickelt hat und dann überhaupt diese ganzen Erdbebentätigkeit angefangen hat festzustellen. Und du siehst hier auf dieser Skizze, also das fängt, wie gesagt, in Bereichen an, Stufe 1, 2, 3, wo das ist für den Menschen überhaupt nicht messbar. Ja, und dann gibt es Sachen, ja, dann wackelt mal die Glühbirne oder sowas oder irgendwann ist eine Erschütterung, dass vielleicht ein Gläser aneinander stoßen oder mal ein Buch vom Regal fällt. Und dann geht das weiter und weiter bis hin zu richtigen Erdrissen, zu diesen Erschütterungen, diesen Senkungen, wenn Gebäude einstürzen und so weiter, was wir natürlich aus diesen Katastrophensituationen kennen. Ja? Und ja, die Richterskala ist eben offen, weil er hat gesagt, man weiß nie, was es tatsächlich geben kann an ganz, ganz schlimmen Entwicklungen. Genau. Wenn wir jetzt uns das anschauen, dann gibt es seit dem Jahr 1900 bis, ja, nicht ganz jetzt, also bis September letzten Jahres, also das sind immerhin 120 Jahre, da gab es über der Stärke 9 nur, beziehungsweise immerhin, 5 Erdbeben. 5 Beben waren also über eben dieser Richterskala Magnitude 9. Über 8 waren es dann schon 89. Über 7 waren es in diesen 120 Jahren schon 1319. Und über 6 waren es über 10.200. Ja? Was ich damit sagen will ist, Erdbeben sind also nicht so selten, wie wir wahrscheinlich denken. Das werden wir gleich sogar nochmal sehen. Ja? Wenn du das zusammenzählst, das sind also etwa 14.000 etwa 12.000 Erdbeben in 120 Jahren. Ja, also das macht immerhin von der Stärke schon wirklich was aus. Ja, 100 Erdbeben pro Jahr im Durchschnitt über Stufe 6, Durchschnitt. Ne? Und das ist etwas, wo man merkt, okay, Erdbeben ist tatsächlich ein Thema. Jetzt ist es so, durch die Entwicklung der technischen Möglichkeiten hat man diese Geräte immer mehr verfeinern können, immer mehr verfeinern können. Wenn wir also jetzt zurückschauen, was war vor 120 Jahren, dann wissen wir nur, was damals notiert worden ist, was festgestellt worden ist, Katastrophenberichte und so weiter von den großen Erdbeben. Von den kleineren Sachen wurde natürlich nichts berichtet. Da wissen wir nichts von. Ja, und was vorher liegt, das sind dann nur noch irgendwelche Berichte und Erzählungen, dann wird es ganz dubios. Man weiß wirklich wenig, was vorher war, weil man es wissenschaftlich nicht untersuchen konnte. Und diese ganze Sache wurde immer feiner und feiner und feiner und deshalb sieht es so aus, als ob die Erdbeben zugenommen haben, weil man immer mehr feststellen konnte. Und heute, wie gesagt, da werden Erdbeben gemessen, die kann kein Mensch spüren. Die merkt man nicht. Weißt du was? Pro Tag werden heute auf dem Globus 9.000 Erdbeben registriert. Ja, pro Tag. Davon sind die fast natürlich die meisten, sind natürlich so super schwach, dass kein Mensch die wahrnimmt. Das sind irgendwelche in der Tiefe, vielleicht irgendwelche Verschiebungen, Erschütterungen oder sonst was. 9.000 am Tag. Ja, so, man sagt nur 2% von diesen Erdbeben sind überhaupt so, dass der Mensch sie wahrnehmen kann. Es sind immerhin noch fast 200, ja, wo der Mensch das wahrnehmen kann. Aber die sind so minimal, dass sie im Grunde genommen nicht wirklich relevant sind. Ja, aber dennoch werden die gemessen und werden wahrgenommen. Das war natürlich vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren oder vor 100 Jahren überhaupt nicht möglich. So, und von daher gibt es eben diesen Anstieg von den gemessenen Erdbeben ganz deutlich. Und so sieht es eben aus, als ob die Zahl der Erdbeben ansteigt. Allerdings ist das nicht wirklich richtig, sondern es ist einfach diese seismologische Untersuchung, die da immer feiner geworden ist. Was ich sagen will ist, Erdbeben gab es zu allen Zeiten. Allerdings war es so, früher hatten die Leute natürlich nicht die Möglichkeiten, da überhaupt das mitzukriegen. Ja, wenn irgendwo vor 300 Jahren oder 400 Jahren in China ein Erdbeben war, das haben die Leute ja hier nie mitbekommen.
Oder wenn, dann vielleicht Jahre später irgendwelche Berichte, die dann erzählungsmäßig, legendenmäßig irgendwie ausgeschmückt waren. Ja? Man wusste nicht, was irgendwo auf dem Globus passiert. Ja, das musste schon dann hier sein. So, man hat vielleicht nie was davon gehört. So, das ist durch die Nachrichtenübermittlung, die damals eben entsprechend schwach war. Das hat sich heute natürlich total geändert. Mit den heutigen Möglichkeiten der Nachrichtenübertragung ist es ja so, dass irgendwo auf dem Globus passiert eine Katastrophe und Minuten später bist du fast dabei. Ja? Du bist ja fast mittendrin. Das heißt, diese Bedrängnis, diese Situation, diese Information ist ganz, ganz, ganz nah an dich rangekommen, selbst wenn das Tausende und Tausende von Kilometern entfernt ist. Ja? Es ist ganz nah an einen herangekommen. Man hat fast die Gelegenheit, wie live dabei zu sein. Ja? Und das ist etwas, was natürlich dazu neigt, nach unserem Herz zu greifen. Ja? Es ist etwas, was ganz nah ist. Und das gilt auch für die anderen Dinge, von denen Jesus gesprochen hat. Ja, von diesen Kriegen und Kriegsgerüchten und sonst was, Seuchen, irgendwas, was irgendwo auf dem Globus passiert, durch die Berichterstattung, ganz nah. Und es greift nach dir und greift nach deinem Herzen. Ne? So, und das ist die Problematik, oder was heißt die Problematik, das ist die Situation unserer Berichterstattung. Ja, die Bilder, die Filme, die Augenzeugenberichte, die Interviews und so weiter, die natürlich nach unseren Herzen greifen. Was ich damit meine ist, diese Dinge sind für uns heute viel realer als für jede Generation vor uns. Und deshalb sind sie auch viel bedrängender als für jede Generation vor uns. Und dann sagt Jesus, nicht erschrecken. Seht zu, seht es euch an, realisiert es. Aber Leute, erschreckt nicht. Wie gesagt, eine klare Anweisung, die wir zu befolgen haben. Ja, das Wichtigste ist, worauf schauen wir, worauf fokussieren wir uns. Und deshalb müssen wir lernen, weise mit den Informationen umzugehen. Und das ist gerade aktuell eben auch das Problem. Ja? Viele, viele, viele Geschwister gehen eben nicht weise mit den Informationen um, gehen nicht weise mit der Manipulation und Propaganda um, sondern lassen sich berieseln und entsprechend steuern, dass du meinst, die sind verhext. Ja? Wir dürfen nicht unsere Gedanken kontrollieren lassen von irgendwem, sondern da müssen wir wirklich lernen, zu stehen und auf den Herrn zu schauen, egal was da an Bedrängnis, wie auch immer die aussieht, kommen mag. Ja? Nicht von Schrecken, Unruhe, Angst oder sonst was leiten lassen, sondern vom Geist Gottes. So, und jetzt möchte ich dir gerne zwei kurze Videoanimationen zeigen und das ist wirklich interessant. Ich war ganz fasziniert, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar sind die vom pazifischen Tsunami-Warnzentrum. Und dieses pazifische Tsunami-Warnzentrum hat natürlich, wie ihr gleich sehen werdet, den Pazifik im Blick. Deshalb sind wir als Europäer ganz, ganz am Rand. Aber es ist eine ganz interessante Animation, die eben die Erdbeben der Reihe nach so zeigt. Und ich denke, es wird dich auch faszinieren. Das erste, was wir uns hier anschauen, ist vom letzten Jahrhundert, also vom 01.01.1901 bis zum 31.12.2000, dieses Jahrhundert. Und zwar sind da alle Erdbeben, die eben irgendwie erfasst worden sind, aufgezeichnet. Okay, legen wir mal los. So, hier siehst du also unten links siehst du die Jahreszahl 1906, 7, 8 und so weiter, wie sich das da entwickelt und du siehst, wo eben Erdbeben sind. Ganz oben rechts haben wir Europa, ist erdbebenmäßig nicht so ganz relevant, deshalb sind wir da in der Ecke. Aber der Pazifik oder dieser Ring des Pazifiks, Ring of Fire nennt man das, wo auch sehr viele Vulkane und so weiter sind, der ist halt interessant. Wir befinden uns jetzt in den 30er Jahren und du siehst, wie es da richtig losgeht. Die Größe des Kreises, also der Durchmesser des Kreises, der repräsentiert die Erdbebenstärke und die Farbe, die zeigt die Tiefe des Erdbebens. Also wie gesagt, hier siehst du bis 800 Kilometer Tiefe, das sind dann die Violetten. Die Roten sind diejenigen, die also mehr oben an der
ja, Erdoberfläche sind, also bis zu 25 Kilometer Tiefe. Das war gerade, was du gesehen hast bei Chile, dieses schwerste Erdbeben des Jahrhunderts. 1960 war das gewesen. Du merkst schon, was auf einmal durch die Möglichkeiten es irrwitzig zunimmt. Ja. Und eine Fülle von kleinen Beben eben gemessen werden. Wie gesagt, 9000 Beben pro Tag, wobei hier sind jetzt eben jetzt nicht die ganzen klitzekleinen Beben, diese Mini-Beben sind natürlich nicht drin. Aber was du hier auf jeden Fall siehst ist, und jetzt sind wir durch, hier alle Erdbeben des letzten Jahrhunderts und du merkst, wo es geballte Gebiete gibt. Oben Europa ganz klein, nur ein bisschen Deutschland, fast gar nichts. Und was du hier siehst, ist eben die größer sind als diese Magnitude 6,5. Jetzt die größer sind als die Magnitude 8,0. Und dann sehen wir jetzt nochmal hier die, diese Plattentektonik, also die Platten, wo sich die befinden. Und du siehst genau da, wo eben diese Platten aneinander reiben, da gibt es diese Erdbeben. Also ich fand das faszinierend, auch diese geniale Fleißarbeit da von diesem Warnzentrum, was sie gemacht haben. Das ist wirklich etwas, was einen Horizont erweitert. Und man merkt, es ist etwas, was täglich uns beschäftigt. Und auch große Erdbeben sind keine Seltenheit, sondern sie kommen immer und immer und immer wieder vor. Und jetzt das zweite Video, das ist genauso, das knüpft jetzt genau daran an. Ja? Und zwar vom 01.01.2001 und dann, das ist halt der Termin, bis zu dem das gemacht worden ist, bis Ende des Jahres 2015. Ja, was danach kam, haben sie noch nicht, aber bis zum 31.12.2015 schauen wir uns das jetzt an. Da ist es sogar noch etwas detaillierter, weil hier siehst du sogar jeden einzelnen Tag. Auf geht's! Also 1. Januar 2001 siehst du unten, wie das also sehr blitzschnell hier durch die Jahre geht. Das ist also dieses Jahrtausend. Auch hier Größe des Kreises, der Durchmesser gibt eben die Schwere des Bebens an, ja, und die Farbe eben die Tiefe. Ist also ganz genau daran angeknüpft. Du siehst vor allen Dingen in gewissen Gebieten Neuseeland, Malaysia, Indonesien, Japan, Chile. Das sind also Gebiete, wo es immer wieder richtig schwere Erdbeben gibt. Und wie gesagt, Deutschland ist fast gar nichts. Diesen Ring quasi um den Pazifik herum, den nennt man Ring of Fire. Wie vorhin gesagt, das ist eben vor allen Dingen auch wegen der vielen Vulkane, die es da gibt. Jetzt befinden wir uns in 2006 und das saust hier also richtig durch die Wochen, Monate und Jahre hindurch. Was interessant ist, ist, dass es Gegenden gibt, wo es sozusagen nie Erdbeben gibt. Und welche, wo es also kontinuierlich mehr oder weniger regelmäßig Erdbeben gibt. Wenn ein Erdbeben im Meer oder im Meeresgebiet stattfindet, dann ist das ein sogenanntes Seebeben und das ist eben die Gefahr dann von Tsunamis. Also Wissenschaftler haben was ausgerichtet aufgrund von irgendwelchen Erzählungen, dass es wohl mal ein Beben gegeben hat, was sogar einen Tsunami von 1000 Meter Höhe oder bis zu 1000 Meter Höhe ausgelöst haben soll. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, welche unvorstellbar katastrophalen Auswirkungen das dann hat. Aber auch wenn man darüber nachdenkt, was für
Katastrophen durch beispielsweise Vulkanausbrüche, Ausbruch vom Krakatau oder sowas, was die ganze Welt betrifft, was das für Auswirkungen hat, dann macht man sich bewusst, was da für eine Kraft in diesen Naturkatastrophen einfach drinsteckt. So, jetzt sind wir im Jahr 2014. So, und das ist jetzt das Ganze, die ganzen 15 Jahre. Da siehst du, wo die Erdbeben sind. Und man sieht ganz deutlich, dass es eben Gebiete gibt, die richtig erdbebenaktiv sind und andere, wo wenig ist. Das ist wieder mit der Magnitude über 6,5. Und dann eben die, die mit der Magnitude über 8,0 sind. Ja, Erdbeben. Fürchterlich von ihrer Auswirkung, fürchterlich von ihrer bedrängenden Situation, fürchterlich von dem, was sie an Erschütterungen und katastrophalen Auswirkungen haben, fürchterlich von dem, was sie eigentlich mit uns machen, wenn auf einmal der Boden anfängt, sich zu bewegen, wenn das, was man eben hatte, wo man drauf steht, was der Grund war, auf einfach nicht mehr tragfähig ist, wenn man merkt, das ist wackelig, kommt in Bewegung. Weißt du, die für uns so die, wie soll ich mal sagen, die Erdbeben, die am bewusstesten sind. Da habe ich gedacht, das sind eigentlich drei Stück. Ja, die waren wirklich auch von der Bedeutung für uns, gerade in Mitteleuropa, obwohl die nicht hier gewesen sind, waren die ganz, ganz entscheidend. Und da war das erste, so als für mich bekanntestes Erdbeben der letzten Jahrzehnte, war im Dezember 2004 in Banda Aceh. Ja, das ist auf der Insel Sumatra. Ja, das war das hatte eine Stärke von 9,1. 9,1 auf dieser Richterskala. Ja, und da gab es diesen gewaltigen Tsunami. Vielleicht kannst du dich an diese Bilder noch in dieser Touristenregion und so weiter erinnern. Das gab damals 228.000 Tote. Und von denen gab es 227.000, die durch den Tsunami umgekommen sind. Ja, das ist etwas, was also wirklich schockierend ist. Und es war das stärkste Beben im 21. Jahrhundert bisher. Dann gab es im Januar 2010 dieses Monstererdbeben in Haiti. Ja, das war etwas, was auch katastrophal war, wo es riesige Probleme gab, riesige Notsituationen, ist auch eine sehr arme Gegend da gewesen und so weiter. Und es gab tatsächlich 200.000 Tote. Das Interessante bei diesem Erdbeben ist, es war wesentlich schwächer von dieser Erdbebenstärke. Das hatte auf der Richterskala nur einen Wert von 7,0. Und das Interessante dabei ist, dass man nicht sagen kann, ein Erdbeben von dieser Erdbebenstärke ist dann immer zerstörerisch, sondern das hängt auch damit zusammen, in welcher Tiefe befindet es sich und eben wo ist es genau lokalisiert. Ne? Ist es in dicht besiedelten Gegenden oder irgendwo sonst wo oder auf dem Meeresgrund. Man muss genau schauen. Man kann nicht sagen, je stärker ein Erdbeben ist auf dieser Richterskala, desto zerstörerischer ist es. Das stimmt nicht. Wie gesagt, das Erdbeben dort vor Chile 1960 hat verhältnismäßig wenig Menschenleben gekostet, weil eben es einfach die Leute wussten, okay, hier kommt was und sind geflüchtet. Und dann natürlich im März 2011, um nicht zu sagen, vor genau 10 Jahren, in Honshu, besser bekannt als Fukushima. Ja, dieses Seebeben, was dann auch diesen Tsunami ausgelöst hat, der hatte auch Stärke 9,1 und es gab 19.100 Tote und von denen sind auch wieder die meisten durch diesen Tsunami umgekommen, nämlich über 18.000. Erdbeben. Ja, in der Bibel kommen Erdbeben tatsächlich vor. Und gar nicht so selten. Und oft stehen sie im Zusammenhang mit dem Reden des Herrn, ja, mit Aktivität von Engeln, ja, mit irgendwelchen Offenbarungen Gottes. Erdbeben zeigen die Macht des Schöpfers. Erdbeben sind Begleiterscheinungen, ich sag mal, seines Auftretens. Das griechische Wort Seismos, ja, was dafür verwendet wird, bedeutet bewegen.
oder erschüttern. Und dieses Wort erschüttern, das ist sehr, sehr interessant. Weil das Wort erschüttern kommt noch und nöcher in den aktuellen Prophetien vor, von denen wir auch einige weitergegeben haben. Erschüttern, Erschütterung, Erschütterung, die kommt. Und deshalb ist das Thema Erdbeben etwas, was damit verbunden ist. Weil es ist im Grunde genommen das Gleiche. Erschütterungen, ja, und Bewegungen, die wir nicht steuern können, und eben dieses Beben gehören zusammen. So, dann lesen wir beispielsweise in Psalm 77, ab Vers 15. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Es zitterte und bebte die Erde. Ja, interessant ist hier, dieses Erzittern der Schöpfung kommt, weil sie gesehen haben, weil sie Gott gesehen haben. Ja? Dich sahen die Wasser und sie zitterten und bebten. Ganz interessant. Psalm 114, Vers 7 heißt es, erbebe vor dem Herrn, Erde. Vor dem Gott Jakobs. Psalm 104, Abvers 31. Die Herrlichkeit Jahwes sei ewig. Jahwe freue sich seiner Werke. Der die Erde anschaut und sie bebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Ist das nicht interessant? Gott schaut und die Erde bebt. Gott schaut und die Erde bebt. Das ist eigentlich so, wie die Bibel uns Gott präsentiert. Habakuk 3, Vers 6. Er stand auf und ließ erbeben die Erde. Er schaute und ließ erzittern die Heiden. Zerschmettert wurden die uralten Berge und bücken mussten sich die uralten Hügel, als er wie vor Alters einherzog. In Jesaja 29, Vers 5 lesen wir Folgendes. Und plötzlich, in einem Augenblick, wird es geschehen. Von Jahwe Zebaoth, dem Herrn der Herrscher, wird sie, nämlich die Stadt Jerusalem, heimgesucht werden mit Donner und Erdbeben und großem Getöse, mit Wind und Sturm und mit der Flamme eines verzehrenden Feuers. Also für Jerusalem ist ein gewaltiges Erdbeben verheißen wurde, was urplötzlich kommt. So sagt es uns Jesaja. Dann Jeremia 10, Vers 10. Jahwe ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Tatsächlich berichtet die Bibel in Amos und in Sacharja von einem superschweren Erdbeben, was es zur Zeit des Königs Usia in Juda gegeben haben muss. Ja, da gibt es also zwei Bibelstellen, die sagen, dass es da ein sehr schweres Erdbeben gegeben hat. Damals vor 2600, 700 Jahren. Aber wenn wir ein bisschen weiter in der Schrift schauen, dann finden wir natürlich mehrere wirklich interessante Aussagen von Erdbeben, diese nicht so allgemein gehalten sind, sondern wirklich auf den Punkt kommen. Und da habe ich mal 5 rausgegriffen. 5 herausragende Beispiele für Erdbeben in der Bibel. Erstens, als Gott sein Volk aus Ägypten herausgeholt hatte, das ist ein Thema, weil das ja auch mit Passa zu tun hat, mit dem wir uns in nächster Zeit ein bisschen intensiver beschäftigen werden, was absolut cool und abgedreht ist. Ja, als Gott sein Volk herausgeholt hatte aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung, ja, da hat er sie in die Wüste geführt. Und dort hat er ihnen das Gesetz gegeben. Das war etwas vollkommen Neues. Das Gesetz gab es vorher nicht. Ja, jetzt hat Gott eingegriffen und hat den Menschen gesagt, hey,
So müsst ihr leben, wenn ihr erfolgreich, wenn ihr glücklich, wenn ihr gesegnet leben wollt. Das ist mein Plan, mein Blueprint für ein gutes Leben. Ja? Und er hat ihnen das Gesetz gegeben. Das war ein gewaltiges Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit. Und ein absoluter Neuanfang. Ja? Das Volk Israel hat das Gesetz bekommen, was genial, das war der Beginn des alten Bundes. Weißt du, wir heute, wir schauen immer so und rümpfen vielleicht die Nase über das Gesetz, weil wir kein Verständnis dafür haben, welche Bedeutung das Gesetz, was damals gegeben worden ist, Israel, welche Bedeutung das hatte, wie wichtig das hatte, das war und wie Gott damit eingegriffen hat. Ja, er hat die Leute nicht irgendwie im Unwissenden gelassen, wie man nach seinem Willen lebt, sondern er hat seinen Willen kundgetan und gesagt, so müsst ihr leben. Dann wird es euch gut gehen. Natürlich wissen wir, dass das nicht funktioniert hat und dass die ständig und ständig und ständig daran gestrauchelt sind an dem Gesetz. Und die Bibel sagt auch, kein Mensch kann das Gesetz wirklich halten. Deshalb musste ja Jesus kommen oder deshalb ist er gekommen. Aber dennoch ist das Gesetz etwas, was in der Geschichte ja, der Menschheit von unvorstellbarer Bedeutung ist. Und Gott hat am diesem Gottesberg, dem Horeb, hat er dem Volk das Gesetz gegeben. Und genau diese Situation, die Gesetzgebung dort, die war von gewaltigen Naturereignissen und Naturerscheinungen begleitet. Ja, das war ein echter Neuanfang. Es war etwas, was es vorher nicht gab. Es war die Geburtsstunde des alten Bundes. Und da lesen wir in 2. Mose 19, Vers 18, der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabkam und der ganze Berg erbebte heftig. Gott kam und der Berg bebte. Im Psalm 68 heißt es darüber, Gott, als du auszogst vor deinem Volk, als du einherschrittest durch die Wüste, bebte die Erde, auch troff der Himmel vor Gott. Was für eine Formulierung. Auch troff der Himmel vor Gott, dem von Sinai vor Gott, dem Gott Israels. In Richter 5, Vers 5 heißt es, die Berge erbebten vor Jahwe, dem vom Sinai, vor Jahwe, dem Gott Israels. Also als Gott das Gesetz gegeben hat, als Gott sich gezeigt hat, als die Herrlichkeit des Herrn auf dem Berg war, bebte der Berg. Und es war so, dass das Volk so erschüttert war, dass sie gesagt haben zu Mose, nee, das ist too much für uns, geh du mal hin, wir halten uns auf Distanz. Ja? Und Mose ist in die Herrlichkeit des Herrn hineingegangen. Aber das Ganze war mit Erdbeben, mit Erschütterung verbunden. Ein Neuanfang, ein Neustart. Halleluja. Ein anderes Erdbeben, was natürlich super, super, super markant für uns ist, ist natürlich beim Tod Jesu. Jesus stirbt am Kreuz in Jerusalem. Und zwar, um genau dieses Gesetz, was Mose empfangen hat, ein für alle Mal zu erfüllen. Das vollkommene Opfer zu bringen. Gottes Gerechtigkeitsanspruch völlige Genüge zu geben. Ja? Für immer zu erfüllen, ne? Das war das entscheidendste, wichtigste Wirken Gottes, die absolute Invasion in das System der Welt hinein, dieses Menschwerdung Jesus und dann dieser Tod am Kreuz. Und was lesen wir dann? Matthäus 27, Vers 51. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Also wenn Felsen zerreißen, dann war das schon mal was. Es war ein Erdbeben. Es war ein Erdbeben, als auf diesem Globus das Blut Jesu vergossen worden ist, um vollendete Sühnung für uns zu haben. Sickert hat vorhin gesagt, das Blut Jesus ist das Kostbarste, was es im Universum gibt. Das ist die Wahrheit. Es wurde vergossen, damit du und ich gerettet sein können und wir in Ewigkeit bei Gott sein können. Halleluja, Halleluja. Und das war mit Erdbeben verbunden. Matthäus 27, Vers 54, nur drei Verse weiter, heißt es dann, als aber der Hauptmann sah und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben und das, was geschah,
fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Das heißt, das waren Heiden und die haben das erlebt und haben gesagt, was hier passiert, das muss Gottes Sohn gewesen sein. Die hatten ein Zeugnis davon. Dann, und das ist das absolut coolste Erdbeben überhaupt, bei der Auferstehung Jesu. Halleluja. Auch in Jerusalem. Auch in Jerusalem. Ihr wisst, ein paar Tage später, ne? Das war der absolute, unumkehrbare, ewige Sieg über den Teufel, über die Macht der Finsternis, über die Verdammnis, über den Tod, über die Sünde, über das Böse. Die Auferstehung Jesu. Ja? Die Auferstehung Jesu. Das war Gottes Eingreifen in der Geschichte. Er hat Jesus nicht im Tod gelassen, ja? Nicht im Hades gelassen, sondern er kam durch. Und damit begann der neue Bund. Das war der völlige Neuanfang, ja, etwas, was es bisher nicht gab. Ultimativer Neuanfang. Neuer geht's gar nicht, der neue Bund. Halleluja. Und was lesen wir in Matthäus 28, Vers 2? Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn, aha, jetzt gibt's einen Grund, warum es hier ein Erdbeben gab. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Also hier ist das Erscheinen eines Engels für ein großes Erdbeben zuständig. In dem Moment, wo Jesus von den Toten auferweckt wird, das ist etwas, da kann der Globus ruhig erschüttert werden. Halleluja. So, ein weiteres Erdbeben, was ich, also auch, sorry, wenn ich das so sage, das finde ich wirklich cool, ein wirklich gutes, sehr schönes, präzises Erdbeben. Ja, ist etwas, das finden wir, ja, sagen wir mal, ein paar Monate später, wenn wenige Jahre später. Und zwar war das das Gebet der ersten Christen in Jerusalem. Okay, drittes Erdbeben hier in Jerusalem. So, das heißt, da war Verfolgung gekommen, da war Bedrängnis gekommen, da waren Schwierigkeiten gekommen, da war bedrückende Situation gekommen und sie haben sich zusammengefunden und haben gesagt, so nicht, wir lassen uns von der Obrigkeit nicht den Mund verbieten. Das ist diese Stelle, wo sie gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja? Und die Folge war ein völlig neues Level von Kühnheit, von Verkündigung, von Power, ja? Ein Level von Entschlossenheit, vorwärts zu gehen. Ein Level bei der Verkündigung des Evangeliums. Und das Ganze ging mit einer Ausgießung des Heiligen Geistes einher. Und einem Erdbeben. Erdbeben und Ausgießung zusammen in Verbindung. Ein geistlicher Durchbruch. Absolut super, super genial. Findest du in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Weißt du was? Das ist genau das, was wir brauchen. Das ist das, was du nicht brauchen. Wir müssen Gottes Wort mit einer völlig anderen Level an Freimütigkeit verkündigen und wir müssen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und auf einem anderen Level einfach in der Kraft des Geistes vorwärts gehen. Das ist etwas, was ich bete, dass der Herr uns schenken möge. Und dann berichtet uns die Apostelgeschichte noch ein wirklich bemerkenswertes Erdbeben. Und das, würde ich sagen, ist ein super präzises, mega präzises Spezialerdbeben gewesen. Also sowas, das findest du sonst überhaupt gar nicht. Ja? Und zwar war das, als Paulus mit Silas im Gefängnis in Philippi waren. Nun, diese Situation musst du dir vorstellen folgendermaßen. Die wurden also zu Unrecht da in das Gefängnis gebracht. Und zwar in das innere Gefängnis. Das war so. Das war ein Gebäude, ne? Das war das Gefängnis. Und in dem Gebäude war nochmal ein extra Raum, ja? Der war, stand da separat drin. Und dieser Raum, der hatte also auch wahrscheinlich keine Belüftung und kein gar nichts, war feucht, modrig, dunkel, ekelhaft. Das war das innere Gefängnis. Und in dem inneren Gefängnis hatten sie jetzt noch den Block. Da waren sie drin und da wurden sie eingespannt. Das heißt, die waren im Block, im inneren Gefängnis, im Gefängnis. Die waren also gefangen, gefangen, gefangen. So richtig doof. Und alles nur wegen diesem, weil sie da irgendwie für Stress gesorgt hatten durch die Verkündigung des Evangeliums.
Und dann, als sie nach dieser Strafe, nach diesen Schlägen dann tatsächlich wieder zu sich gekommen sind, ja, dann nachts, die waren wahrscheinlich ohnmächtig gewesen, als sie dann wieder zu sich gekommen sind, haben sie angefangen, den Herrn zu preisen. Und der Herr hat aufgrund des Lobpreises, ja, ein Erdbeben geschickt. Und das heißt, Apostelgeschichte 16, Vers 26, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Also der ganze Bau wurde richtig heftig erschüttert. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Das meine ich mit präzise. Alle Türen offen, alle Fesseln los. Die Leute waren auf einmal frei. Das Gefängnis war erschüttert. Der Gefängniswärter wollte sich dann umbringen vor lauter Schock. Ja, und Paulus hat ihn dann gerufen, hat mit ihm gesprochen. Der Mann hat sich mit seiner ganzen Familie bekehrt. Und ihr kennt die Geschichte, wie es dann weitergeht. Es war auf jeden Fall ein gewaltiger Durchbruch in der Arbeit der Apostel. Und hier auch wieder mit diesem Erdbeben. Das heißt, wir haben hier mehrfach die Situation in der Bibel, dass Erdbeben mit Durchbruch, Neuanfang, Eingreifen Gottes kombiniert sind. Ja? Gott wirkt und es geschieht parallel oder zeitgleich ein Erdbeben. Und dann dachte ich an eine Situation, die mir da einfiel und die vor allen Dingen mit diesem Gebet der ersten Christen, da sehe ich gewisse Parallelen in Apostelgeschichte 4, Vers 31, wo die Christen gebetet haben, sagen, wir brauchen Freimütigkeit, wir brauchen diese Ausgießung und der Heilige Geist fiel. Und da fiel mir Folgendes ein. Im Jahr 1906, also das hatten wir vorhin auch auf unserem kleinen Video, wenn man gewusst hätte, hätte man sehen können, da gab es ein Erdbeben in San Francisco. 1906, das große Erdbeben von San Francisco. Dieses Erdbeben hatte gigantische Auswirkungen in der Medienberichterstattung. Und zwar war es so, dass, wie gesagt, vorher die Leute, die hatten natürlich von der Nachrichtenmöglichkeit und so weiter, das war immer sehr beschränkt. Und dann auf einmal gab es für damals neue Medien. Telegrafie, Fotografie, ja, Printmedien entstanden auf einem anderen Level. Und diese Medienentwicklung hat dazu geführt, dass das, was damals in San Francisco war, damals als erste Katastrophe war, die über die ganze Welt berichtet worden ist. Das Erdbeben von San Francisco war das erste mediale Katastrophenereignis, ja, wo man überall auf der Welt von gehört hat, wo man Bilder von gesehen hat, was da passiert ist. Und es war ein großes, schweres Erdbeben. Also Forscher haben gesagt, das muss so um die Stärke 8,4 etwa gewesen sein. Nun, was war San Francisco? Ja? Das war damals im Wesentlichen aus Holz gebaut, Holzhäuser. Das war noch so Wilder Westen-mäßig. Ne? Und in dem Jahr war es also so, dass 50%, etwa circa 50% der gesamten Stadt ruiniert, vernichtet worden sind. Und zwar war das so, dass 500 Blocks, Häuserblocks, vor allen Dingen durch Feuer zerstört worden sind, 28.000 Gebäude, vor allen Dingen im Stadtzentrum. Ja, es wurden 225.000 Einwohner obdachlos. Die ganze Stadt hatte etwa 400.000 zu der Zeit. Ja, also über die Hälfte der Leute war obdachlos geworden. Und umgekommen nach der damaligen Berichterstattung sind etwa 3.000 Leute. Heute schätzt man, dass es etwa 6.000 gewesen sein müssen, die tatsächlich an diesem Erdbeben da umgekommen sind. Das große Erdbeben von San Francisco. Nun, das Erdbeben war dabei gar nicht das eigentliche Problem, sondern das hatte irgendwelche natürlichen Gasvorkommen, die da waren. Das hat das irgendwie freigesetzt und dann gab es auch normale Gasleitungen und so weiter. Und die haben Feuer gefangen und das Feuer war das Problem. Diese ganzen Häuser und alles, die sind abgebrannt. Die wurden erst erschüttert und dann sind die abgebrannt. 4 Tage lang hat die Stadt in Flammen gestanden. Ja? Das meiste, was hier an Schaden passiert ist, ist tatsächlich durch das Feuer gekommen. Und dieses Erdbeben hat man noch 600 Kilometer weiter in Los Angeles mitbekommen, dass da der Boden bebte. Nun, jetzt gab es etwas sehr Interessantes.
Vier Tage vorher, nämlich am 14. April 1906, gab es in Los Angeles einen zu dem Zeitpunkt noch völlig unbekannten Pastor, William Seymour. Und William Seymour hat an dem Tag gesagt, Leute, Achtung, und er hat eine sehr ernste prophetische Botschaft weitergegeben, hat vom Zorn Gottes gesprochen, hat gesagt, der Zorn Gottes wird die Erde zum Beben bringen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die ernsthaft gebetet haben. In einer ganz kleinen Gruppe. Zu dem Zeitpunkt kannte fast keiner diesen William Seymour, der sollte weltbekannt werden. Das war nämlich der, wie man so sagt, Vater der Pfingstbewegung. Ja? Und die Stadt San Francisco stand vier Tage lang in Flammen. Und genau an diesem vierten Tag, am 18. April, ja, nein, falsch, an diesem Tag, vier Tage nachdem die gebrannt hatte, da fiel das Feuer in Los Angeles. Der Heilige Geist fiel und die Anwesenden wurden auf einmal von der Power und der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Es war auf einmal etwas, was Gott gebraucht hatte. Hunderte von Kilometern weiter weg war es dieses Monster-Erdbeben, wo darauf hingewiesen worden ist, prophetisch. Und hier fiel der Heilige Geist in eine Stadt, die seit Jahrzehnten um eine Bewegung Gottes gebeten hatte, die Christen, und um eine Ausgießung des Geistes gefleht hatten. Und der Herr hat das erhört. Er hat es erhört und der Heilige Geist fiel. Und innerhalb kürzester Zeit hat sich das ausgebreitet. Und die haben dann innerhalb von wenigen Tagen sich dieses Gebäude in der Azusa Street gemietet. Und das war diese bekannte Story, ja, über diese Erweckung in der Azusa Street, die Geburtsstunde der modernen Pfingstbewegung, aus der die moderne charismatische Bewegung hervorgekommen sind. Und danach weitere Bewegungen. Weitere Bewegungen. Ja, und das war 1906 und war direkt verbunden mit diesem Erdbeben, was da stattgefunden hat. Und wie gesagt, ein weltweites Publikum hat von dieser Katastrophe gehört. Und genauso war es, dass von diesem Ausgießen des Heiligen Geistes dort in Kalifornien, dass das weltweite Auswirkungen hatte. Ja, weltweite Auswirkungen hatte. Und bis zum heutigen Tag sind diese Ausgießung des Geistes in der Azusa Street kann man gar nicht überbewerten. Hatte unermessliche Folgen für die Weltchristenheit. Und das erinnert mich wirklich an Apostelgeschichte 4, Vers 31. Ja, diese Nachricht hat ebenfalls die ganze Welt erreicht. Missionsforscher, ich habe es vor einigen Wochen schon mal gesagt, haben festgestellt, dass man etwa 84% aller weltweiten evangelistischen, missionarischen Aktivitäten, Dienste, Werke und so weiter, ja, zurückverfolgen kann und letztlich bei der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Azusa Street landet. Weil davon irgendwelche Leute inspiriert worden sind, die weitergegangen sind und es hat sich über den ganzen Globus ausgebreitet. Ja. Andersrum gesagt, kannst du sagen, wenn das damals nicht passiert wäre, wo wäre die Christenheit heute? Genau. Hier haben wir einen ganz klaren Fall. Ja. Gott greift ein, es kommt zu einem Neuanfang, es kommt zu einem gewaltigen Sieg, es kommt zu einer Ausgießung und es kommt zu diesem Erdbeben. Also ich sehe da tatsächlich, vor allem weil Seymour eben darauf hingewiesen hat, diesen Bezug. Ja? Und wenn Jesus von diesen Erdbeben spricht, da ist für mich immer irgendwie auch diese Verheißung von dieser Ausgießung damit enthalten. Gut, dann haben wir natürlich das Thema Erdbeben auch mehrfach im Buch der Offenbarung. Da finden wir das natürlich auch. Ich lese dir mal hier einige Stellen davon. Offenbarung 6, Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Das ist natürlich wirklich katastrophenmäßige Nachricht. Ja? Ein großes Erdbeben im Rahmen dieser Endzeit. Offenbarung 8, Vers 5. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Das Feuer des Altars, Feuer, ne, das Bild für den Heiligen Geist, wird auf die Erde geworfen. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Offenbarung 11, Vers 13. Und in jeder Stunde
geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet. Die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Also da kannst du, wenn dich das interessiert, einfach mal weiter einsteigen und dich damit beschäftigen und den Kontext lesen und so weiter. Das ist wirklich interessant. Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und großer Hagel. Nun, das ist auch interessant. Die Lade, die Bundeslade wurde gesehen. Wann wurde die Bundeslade gesehen? Die wurde überhaupt nicht gesehen. Die war verborgen. Da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester mit einem sehr komplizierten Zeremoniell durfte da hinzutreten. An einem Tag, mehr nicht. Niemand durfte die Bundeslade sehen, außer dieser eine hohe Priester an einem Tag. So, hier wird also das geöffnet. Ja? Die Lade wird in seinem Tempel gesehen. Man sieht etwas. Da ist der Vorhang weg, da ist dies weggenommen. Das ist alles offen. Und das ist eben etwas, was mit diesem gewaltigen Erdbeben auch verbunden ist. Offenbarung 16, Vers 18. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war. So ein gewaltiges, so großes Erdbeben. Also in Offenbarung 16, Vers 18 findest du das größte Erdbeben der Menschheitsgeschichte. Und das steht noch aus. Wenn Jesus also sagt, wir werden von Erdbeben hören, Erdbeben werden in unseren Nachrichten sein, Erdbeben werden etwas sein, was nach unserem Herzen greift, Erdbeben werden irgendwie da sein in unserem Bewusstsein, dann ist das etwas, was tatsächlich hier die Offenbarung auch aufgreift und sagt, Achtung, es wird Erdbeben geben und es wird auch sehr große Erdbeben geben. Wenn ich jetzt so im Gesamten darüber nachdenke, dann muss ich sagen, Erdbeben erschüttern die bestehenden Strukturen. Das, was da ist, wird erschüttert. Ja, erschüttert. Und das ist etwas, was die Propheten immer und immer wieder aufgegriffen haben. Ich habe es vorhin schon gesagt. Das Wort Seismos heißt erschüttern. Ne? Und dieses Wort erschüttern oder Erschütterung kommt immer und immer wieder in aktuellen Prophetien vor, wo gesagt wird, Leute, es kommen Erschütterungen. Und wir haben versucht, seit Monaten einfach diese Botschaft weiterzugeben, dass wir sagen, es werden Dinge erschüttert werden. Es werden Dinge noch viel mehr erschüttert werden, als wir es bis jetzt schon haben. Ja? Und Dinge werden kollabieren, Dinge werden zusammenbrechen, Dinge werden sich dramatisch verändern. Und das ist hier in dieser Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa, die wir für euch aufgelegt haben, da ist das eigentlich das Riesenthema. Ja? Es geht um diese Erschütterung, es geht darum, was sich verändern wird, Umwälzung. Ne? Und wenn man hier mal schaut, dann heißt es beispielsweise so, hier, ich, Gott der Herr, habe gesagt, dass alle Dinge, die nicht auf dem festen Fundament stehen, erschüttert werden. Gemeinden werden erschüttert werden, Dienste werden erschüttert werden, Städte werden erschüttert werden, Firmen werden erschüttert werden, gesellschaftliche Systeme aller Art werden erschüttert werden, das politische System wird erschüttert werden. Es werden Wellen und Wellen von Erschütterung über diese Nation gehen und über den gesamten Kontinent. Sehr vieles, was momentan stolz dasteht und die Stimme erhebt, wird komplett fallen. Und so weiter. Erschütterung ist uns prophetisch immer und immer wieder zugesagt. Falls du die Broschüre noch nicht hast oder falls du sie gerne bestellen möchtest zum Weitergeben, wir schicken sie dir kostenlos. Kannst du über unsere Webseite anfordern oder schick uns einfach ein Mail mit deiner Adresse. Erschütterung. Erschütterung ist das, wo wir hineingehen. Und Erschütterung ist das, was Jesus sagt, das ist ein Zeichen der Wehen. Und was momentan passiert, und manche Leute sehen das nicht, die realisieren das nicht, ich weiß nicht, die gucken nicht über den Tellerrand oder was, sind weltweite Erschütterungen. Bei uns geht es noch relativ gut. Aber weißt du, dass es in Afrika Länder gibt, wo die Leute verhungern, aufgrund von den Lockdown-Maßnahmen? Ja? Weißt du, dass es unvorstellbare Not inzwischen gibt in vielen Ländern, über die wir hier nichts hören, über die nicht berichtet wird? Deshalb ja auch diese Sache mit Tanjas Armenspeisung, ja, wo wir die Gelegenheit haben, da wirklich einfach die Möglichkeit haben, ein Segen sein zu können.
Ja, Tanja wird demnächst was schreiben und sie bedankt sich von ganzem Herzen. Und wir wollen auch Danke sagen für alle Unterstützung. Es war so genial oder ist so genial für alles, was da gegeben worden ist. Und es kommt an und es wird wirklich zur Hilfe genutzt für Menschen, die jetzt, jetzt wirklich dringend, dringend einfach Hilfe brauchen. Und weißt du was? Diese Erschütterung ist wirklich verheißen. Und da gibt es zwei ganz, ganz markante Bibelstellen. Die erste ist in Haggai. Also Haggai ist sowieso was, das solltest du mal lesen. Das ist bemerkenswert. Das sind ja nur wenige Kapitel, aber es ist sowas von powerful, dieser Prophet Haggai. Da heißt es, Haggai 2, Vers 6, so spricht Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Erschütterung von allem. Ja? Und im Hebräerbrief wird diese Aussage aufgegriffen. Ja? Und noch intensiver uns dargelegt. Und das ist etwas, das solltest du dir wirklich in deiner Bibel anstreichen. Hebräer 12, ab Vers 25, das ist wichtig. Das ist etwas, was von unserer Zeit spricht. Das ist entscheidend. Hebräer 12, ab Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Amen. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her redet. Es ist Zeit, sich zu überlegen, wie wir unser Leben leben. Es ist Zeit, sich Gott zuzuwenden. Die Zeit läuft ab. Time is running out. Ja? Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Das Geschaffene wird erschüttert werden und nur das Unerschütterliche wird Bestand haben. Verstehen wir die Brisanz, die Dramatik, die in diesen Versen hier drin steht? Ja? Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich ergriffen haben, empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der Hebräerbrief schreibt, Leute, alles, alles wird erschüttert werden. Und nur das absolut Unerschütterliche wird bleiben. Was ist das Unerschütterliche? Das ist alles, was auf Jesus Christus gebaut worden ist. Und ich sage dir eins, das heißt nicht, dass das jede Kirche ist, jede Gemeinde ist, jeder Gemeindebund ist oder jeder Dienst ist oder sonst was. Vieles im Volk Gottes wird genauso erschüttert werden, weil irgendwelche anderen Dinge wichtig sind. Das, was wirklich, wirklich, wirklich auf dem festen Fundament Christus steht und nur das, wird nicht erschüttert werden. Halleluja. Das heißt, viele gesellschaftliche, soziale Bereiche, Wirtschaftszweige, die Systeme, von denen wir überhaupt nicht drauf kommen, dass die vielleicht erschüttert werden könnten, das hinterfragen wir gar nicht. Das ist einfach so gesetzt. Das gehen wir davon aus. Ja, das ist so. Ne? Die Dinge werden erschüttert werden. Das heißt, der Boden, auf dem diese Dinge etabliert sind, auf dem sie stehen, ja, das Fundament, auf dem das gegründet ist, wird in Bewegung kommen. In Bewegung kommen, das destabilisiert sich. Das verändert sich, das gibt nach. Das ist nicht mehr richtig tragfähig. Nur noch das Reich Gottes ist tragfähig. Und wenn wir dazugehören, dann ist das ein unvorstellbar geniales Vorrecht. Aber wir müssen unsere Herzen festmachen und uns darauf vorbereiten. Und wir müssen wissen, wir sollen nicht erschrecken. Sondern das ist etwas, was zwangsläufig kommt. Jetzt ist natürlich, wenn du dir das mit so einem Erdbeben vorstellst, Erschütterung heißt ja nicht immer, dass es komplett zusammenbricht.
dass es komplett vernichtet ist. Ja? Also, dass da alles Schutt in Schutt und Asche liegt. Ja? Sondern manches, was erschüttert wird, das wird tatsächlich kollabieren, wird einstürzen. Natürlich. Anderes wird hingegen stark brüchig werden. Ja? Wird vielleicht noch stehen bleiben, aber so, dass es einsturzgefährdet ist. Dass es unbewohnbar ist. Ja? Dass man da nicht mehr wieder hingehen kann. Anderes wird vielleicht nur sehr empfindliche Risse bekommen, die man vielleicht aber noch ausbessern kann. Ja? Anderes wird eben nur mal erschüttert werden. Aber alles wird in diese Phase der Erschütterung hineinkommen. Auf jeden Fall wird erkennbar sein, dass unsere ganze soziale, gesellschaftliche, staatliche Ordnung nicht im Ansatz so fest ist, wie wir denken. Nicht im Ansatz. Ja? Es steht nicht so sicher, es steht nicht so unerschütterlich, wie wir denken und wie man uns erzählt, dass wir denken müssen. Nein. Der Herr kommt. Der Herr der Herrscher kommt mit seiner Power, mit seiner Kraft, wie eine Invasionsarmee, wie D-Day. Und er ist der Maßstab. Er ist derjenige, der sagt, wie es geht. Er ist der Herr der Herren. Und wir sind Gottes Volk. Halleluja. Ich persönlich glaube, dass diese Erschütterungen, die kommen, durchaus mit diesem Erdbeben zu tun haben und auch ähnlich in den Auswirkungen sein werden. Das heißt, es wird einige Anzeichen geben. Es wird einige Vorbeben geben. Es wird einige Schläge geben. Und die Leute, die das verstehen, die das interpretieren können, die wissen, okay, Moment mal, jetzt kommt was. Und andere realisieren es nicht. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Die realisieren es nicht, weil sie es nicht interpretieren, weil sie das geistlich nicht zusammenbringen und dass sie nicht sehen, Moment mal, wir bewegen uns in gewaltige Umbrüche, in gewaltige Veränderungen, in gewaltige Erschütterungen hinein. Aber das eigentliche Erdbeben kann man nicht aufhalten. Man kann es nicht stoppen. Man kann nicht irgendwelche Sachen machen, um das irgendwie zu verhindern. Man kann es vielleicht vorhersagen, aber man kann es nicht stoppen. Die Möglichkeit haben wir nicht. Und das ist genau das, was auch davon spricht. Wenn Gott eingreift und sein Wirken kommt, ja, wenn seine Form von Erschütterung kommt, wenn seine Ausgießung kommt, wenn sein Ding kommt, dann kommt seine Sache. Egal, was wir tun oder machen oder meinen, das irgendwie stoppen zu können. Halleluja. Die Erschütterungen, die über die Nationen Europas kommen, werden gewaltig sein, werden gigantisch sein, werden tatsächlich auch katastrophal sein. Die kommen unaufhaltsam, man kann ihnen nicht entfliehen. Manches, was jetzt sehr stolz dasteht, wird zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Manches, was auf dem sinkenden Sand der Beliebigkeit gebaut ist oder auf politischer Korrektheit, wird einfach versinken, wird kaputt gehen. Ja, wird sich als auf falschem Grund gebaut erweisen. Und man muss im Grunde genommen nicht wirklich ein Prophet sein, ja, in dem Sinne, um zu sehen, dass das ganze System sich zunehmend destabilisiert und dass das ein Prozess ist, der schon seit Jahren in Gange ist und der an Fahrt aufnimmt. Es hat bereits Vorbeben gegeben, es hat bereits Erschütterungen gegeben. Und wer das noch nicht mitbekommen hat, sorry, aber du wirst es demnächst mitbekommen. Ja? Und wie gesagt, zahlreiche prophetische Worte haben genau das vorhergesagt, haben gesagt, da kommt etwas, da kommen Erschütterungen. Und es ist vollkommen wurscht, ob wir das mögen oder nicht, ob wir uns das wünschen oder nicht, ob wir das gutheißen oder nicht. Sie kommen. Auch wenn wir die Augen davor verschließen, kommen sie. Auch wenn wir den Kopf in den Sand stecken. Ja, egal, was wir machen. Sie kommen unaufhaltsam. Und weißt du, das beinhaltet ja unser gesamtes Lebenskonzept. Das beinhaltet unser Umfeld. Ja, das, was unsere Existenz ausmacht. Das ist durchaus etwas, was ganz schön mulmig ist. Ne? So die Dinge wie die Arbeitswelt, ja, das Gesundheitssystem, die Altersversorgung, staatliche und rechtliche Sicherheit, politische System, Finanzsystem und so weiter. Wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn alles erschüttert wird, außer eben dem Felsen Christus. Und wenn solche Dinge kollabieren. Es ist das, wo man in der Welt Schutz und Sicherheit sucht. Allerdings trügerischen Schutz und falsche Sicherheit. Das Einzige, was nicht erschüttert werden kann, und das müssen wir uns wirklich bewusst sein, ist das Reich Gottes. Das ist das Einzige, was Ewigkeitswert hat. Das ist das Einzige, was
uns in die Ewigkeit hineinträgt. Und deshalb sagt die Bibel, dass wir in dieser Zeit von Erschütterung als Kinder Gottes wirklich die Häupter erheben sollen und schauen sollen auf die Lösung. Und diese Lösung ist die Erlösung. So lesen wir in Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, und das ist jetzt, wenn du mich fragst, jetzt, ja, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Halleluja, das heißt, der Herr naht sich mit seiner Power, seiner Kraft, seiner Wiederkunft, seinem Segen, wie auch immer das aussehen mag. Uns darf und muss bewusst sein, wir stehen auf unerschütterlichem Grund. Jesus selbst hat dieses interessante Gleichnis doch vorgetragen, hier in Matthäus 7. Jeder nun, der meine Worte hört und sie tut, tut, nicht nur hören, auch tun, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und stürmten gegen jenes Haus. Also, die Umwälzungen kamen, ja, der hatte sein Haus gut gebaut, ne? Aber Platzregen kam, Ströme kamen, Winde wehten, und es stürmte. Das Haus war diesen Dingen ausgesetzt. Aber es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Das soll für dich und mich gelten. Ja? Dass unser Lebenshaus auf Felsen gegründet ist und eben nicht fällt. Ne? Und dann geht es weiter. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, also nicht umsetzt, nicht ergreift, nicht mit Leben füllt, nicht in Action kommt, ja? Der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Wenn du mich fragst, ist das das, wo wir uns hinbewegen. Und für uns ist es also jetzt in dieser Zeit, wo diese Umwälzungen anfangen, wirklich an der Zeit, dass wir uns bewusst machen, dass wir diejenigen sind, die auf dem festen Grund stehen und wir die Leute, die da in diesem sinkenden Sand sind, retten müssen, dass wir sie wirklich auf festen Boden ziehen, dass wir unsere Hände ausstrecken. Ja, die sind im Untergang irgendwann begriffen und wir dürfen sie auf den festen Boden ziehen. Wir dürfen sie ins Reich Gottes ziehen. Wir dürfen sie auf den Felsen Christus stellen. Die geraten in Verzweiflung, die geraten in Elend, in Not in den kommenden Monaten und Jahren. Wenn du es nicht glaubst, wart's ab. Ja, aber wir müssen als Volk Gottes bereit sein, uns auszustrecken nach diesen Menschen und ihnen zu helfen, auf festen Grund zu kommen. Und genau das ist das, was der Herr sagt. Dass Millionen und Millionen und Millionen gerettet werden und in die Ewigkeit hineinkommen zum Herrn, weil sie merken, ihr Lebenssystem bricht zusammen und sie suchen etwas, was wirklich einen Halt gibt. In diesem Sinne glaube ich, dass die vor uns liegenden Erschütterungen die größte, wie man so schön sagt, Seelenernte aller Zeit, die es auf dem Globus gibt, hervorbringen wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darauf. Ja? Denn die Leute, wenn sie merken, dass ihr Boden nicht trägt, wenn sie merken, dass sie erschüttert werden, wenn sie merken, dass das ganze Ding wackelig ist, wenn sie merken, dass das nicht tragfähig ist, dass sie sich auf gefährlichem Grund befinden, dass sie sich in einer falschen Sicherheit bewogen haben, ja, diese Leute, ja, die das merken, die ergreifen die Hand und lassen sich auf den festen Felsen ziehen, die kommen auf das, was wirklich unerschütterlich ist. Halleluja. Und zum Abschluss möchte ich hier noch zwei kurze Passagen aus diesen prophetischen Worten hier vorlesen. Hier ein Wort von Cindy Jacobs, ja, die sagt, wenn wir treu sind und als diese Stimme der Hoffnung in der Gesellschaft hinausgehen, genau das ist das, ja, werden dadurch alte, korrupte Systeme demontiert und erschüttert. Volkswirtschaften ganzer Länder werden erschüttert, weil sie sich Veränderung widersetzten und ihre Völker gebunden hielten. Korrupte Einzelpersonen, welche sich geschützt und mit ihren Betrügereien und Einschüchterungen sicher fühlten, werden eine Enthüllung nach der anderen erleben. Kraft des Heiligen Geistes wird in neuen, frischen Wegen ausgegossen und wird durch junge und alte manifestiert. Vor uns liegt die größte Ernte von Seelen, welche diese Erde je gesehen hat. Halleluja! Halleluja! Geniale Zeiten, in denen wir leben dürfen, ich sag's dir. Ja?
Und dann geht es weiter und sie kommt zu einer bemerkenswerten Aussage. Dies wird die Grundlage für die größte Geistausgießung und Erweckung legen, welche die Welt je gesehen hat. Nationen werden eine Reformation erleben, die das bisher noch nie erfahren hatten. Achtung! Auf Deutschland und Frankreich wird diese Bewegung tiefgreifenden Einfluss haben. Das ist das, was Propheten heute sagen. Und es ist gut, wenn wir hören auf diese Dinge. Und wenn wir nicht denken, irgendwann ist Corona vorbei und alles ist wieder wie vorher. Vergiss es. Vergiss es. Das ist absolut naiv. Dinge werden sich dramatisch verändern und Dinge werden das Volk Gottes dramatisch verändern. Und es werden gewaltige Umbrüche auch im Volk Gottes geben. Und wir müssen jetzt uns ausstrecken und lernen und nach dem Heiligen Geist schreien und einfach fit gemacht zu werden für diese dramatische Zeit, in die wir hineingehen. Wir sollten die Zeit wirklich nutzen. Ja? Dann hier ein Wort von dem Pastor Derek, was hier wiedergegeben ist. Da heißt es, und der Herr sagt, ich erschüttere die Throne über Deutschland. Ich erschüttere die Throne der Regierung. Halleluja. Ich erschüttere die Throne der Wirtschaft. Ich erschüttere die Throne im Bildungswesen. Und von denjenigen, die auf den Thronen sitzen, entferne ich einige. Diejenigen, die mit dem antichristlichen Geist Vereinbarungen getroffen haben, werde ich wegnehmen. Erschütterungen bringen dramatische Veränderungen. Und Erschütterungen kommen auch hier zu uns nach Deutschland. Ja? Halleluja, nach Österreich, Schweiz, ganz Mitteleuropa. Und hier vom Reinhard Hirtler ein Wort. Mach dir keine Sorgen wegen der Erschütterung um dich herum. Mach dir keine Sorgen wegen der Erschütterung in der Politik in Europa. Siehe, Korruption wird aufgedeckt in der EU. Ich mache öffentlich, was im Geheimen besprochen worden ist. Das alles hat seinen Zweck, um Europa auf die kommende Ernte vorzubereiten. Deshalb, ich rufe mein Volk, bereite dich selbst vor. Vereinige dein Herz mit meinem Herzen. Hör auf, deine eigenen Pläne umzusetzen. Und so geht es weiter und weiter. Hier wird über Umbruch gesprochen, über Veränderung gesprochen, über Eingreifen Gottes gesprochen, über die Ausgießung gesprochen. Wenn du es nicht hast, die Broschüre, ich empfehle es dir wirklich. Und bitte, gib sie weiter. Gib sie Menschen weiter, die einfach wissen müssen, was auf sie zukommt. Ja, was auf sie zukommt. Das ist ein Wegweiser, ein prophetischer Wegweiser, für die Phase, in der wir uns gerade jetzt befinden. Halleluja!